Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, im letzten Part haben wir gegen Vivi gekämpft und gegen Heiner und haben gewonnen. Dementsprechend können wir jetzt wahrscheinlich gegen diesen Schnösel antreten. Kräftemessen sind ein wenig so wie eine Münze zu werfen. Lass uns einen guten Kampf austragen, ja? Ja, und gelassen, verstehst du? Okay, ich darf jetzt gegen den kämpfen und nun bereit zum Kampf. Und nun zum Kampf um den Titel. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Let's do it. You two, play fair now. You're at the top of the bracket. There's only room for one up here. Well, may the best man win. Hey, Rucksack. How about you throw the match for me? Roxas! Focus! Let me win, and I'll make it worth your while. Get real! Roxas, our underdog hero, versus Setzer, our defending champion. Der wollte, dass ich verliere? Extra? Niemals! That's bragging rights for a whole year, folks! Whatever you think is right, you're wrong. And that is a big mistake. Was du nicht sagst, du Schnösel. My life is a chip in your heart. So, jetzt haben wir genug Bällchen. Jetzt können wir abhauen. Genug Distanz bleiben. Ja, was ist los? Komm her. Ja, dann werde ich dich weiter verhauen. Wenn du dich verhauen lässt. Oh ja, ich bin voll gescared. Ich hab super Angst vor dir. Ach, was denn jetzt? Ist ja voll die Pfeife und sowas soll ein Champion sein? Euer Ernst? Nee, du kriegst mich nicht. Lauf doch hinterher. Lauf doch hinterher. Komm, hol mich doch. Macht so eine Piekstattacke. Ich glaube, der hat mich nicht... Ich wollte gerade sagen, nicht einmal getroffen und dann trifft er mich. Oh, jetzt macht er so Pieksen. Er hat aber nun Chancen gegen den Großmeister Roxas. Oh, das kann ich natürlich nicht, diese Attacke. Aber das macht nichts. Wir haben sowas von gewonnen. Und wir haben fair gekämpft. Aha, du Pfeife. Ja, wir sind der komplette Champion. Voll verdient, Leute, voll verdient. Trotzdem, ich finde es ein Schnösel. Yeah, da haben wir den Kampfgürtel. In Struggle. Kennt ihr das immer, wenn ihr so gewonnen habt und dann streichelt euch so am Kopf, weil es euch so leicht peinlich ist oder so? Erhöht die Feuereis- und Blitzresistenzen merklich. Und 4 Kristalltrophäe. Die ist echt cool. Ich wollte sie mal haben, jetzt habe ich sie. Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert. Juhu, direkt mal anziehen gleich. Was ein Prachtstück, oder? Ach stimmt, ich erinnere mich, der gibt jeden eins. Ah stimmt, stimmt, so war's. Dass die hier keine Höhenangst haben. Die sitzen auf einem riesen Turm. Auf einem riesen Glockenturm. Und unten können die ins Nichts fallen, also wenn die unten landen, sind sie tot. Krass, dass die hier keinen Schiss haben. Aber it's just a game. I've got a present too, for all of us. Und da ist es passiert. Roxas tot. Na, wer das wohl ist? Kairi ist groß geworden, wie süß, oder? Sieht richtig cool aus, groß. Hey, ah, und da ist Selfie. Like
boys who used to hang out with us? Riku? Yeah. I wonder whatever happened to him. I sure miss him. He's far away. But I know we'll see him again. Sure. Of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. We played together on that island. His voice always used to be there. And now it's gone. I can't think of his face or his name. I feel awful about it. So I told myself, I'm not going to the island until I remember everything about him. Are you sure you didn't make him up? Namine? Namine, what's happening to me? Who are you? And that's not my name. I'm Kairi. Kairi, I know you. You're that girl he likes. Who? Please, a name. I'm Roxas. Okay, Roxas. But can you tell me his name? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Huh? Okay, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Are you okay? Die scheinen wohl hier irgendwo in der Nähe der Schicksalsinsel zu sein. Wer noch weiß, wie sie aussieht, die wurde gerade gezeigt im Hintergrund. Kairi. Oh, Flaschenpost. What's that? A letter. I wrote it yesterday. To the boy I can't remember. I said that no matter where he is, I'll find him. One day. And when I stopped writing, I remembered we made a promise. Something important. This letter is where it starts, I know it. Wow. I hope he gets it. He will. Starts with an S. Right? Sora? Jetzt kann sie sogar an den Namen erinnern. 79% der Wiederherstellung. Was passiert wohl, wenn wir bei 100 sind? Das und vieles mehr werden wir bald auf jeden Fall erfahren. Und ich freue mich riesig. So, what happened? Namine's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairi's. And that, in turn, affected Sora. You see? Namine. She's a wonder. She wasn't born like other nobodies. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him. But whose nobody is she? I could tell you. But first, perhaps you could tell me your true name. It's Ansem. Ansem, den kennen wir doch. It's an honor, Ansem. Das war der Bösewicht im ersten Teil. Übrigens, die Geschichte hier ist so konfus, also ich könnte euch nicht eins zu eins erzählen. Also, was sich vor sich geht. Das ist so konfus, die Geschichte, die Handlung.
Da müsste man einen Roman drüber schreiben. Es ist wirklich so kompliziert. Aber seht selbst. But it's not like that. He didn't betray us. He can't come back. If he doesn't return, you know what you must do. Or you will face the consequences. So you'll turn me into a dusk. All right, I'll do it, if that's what you want. Dreaming. But which parts were the dream? Der fünfte Tag. Ja, wir kommen langsam zum siebten Tag. Und ich weiß nicht mehr, was passiert. Vielleicht doch. Mal schauen. Da müssen wir erstmal hin. Warum ist sie so sauer? Only 3 days left of summer vacation, so don't even mention that assignment. But we agreed we'd get it finished today. Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Stop changing the subject. Stimmt, Roxas ist hier den Turm runtergefallen. Anscheinend doch nicht. You win. We'll do the homework. Wie die gerade gesagt haben, es war knapp. So, anybody got any bright ideas for a topic? Maybe we could study the stuff that's happening to me. You know, the dreams and the guys in white. Forget it. Why? You know, things have been weird with you in the town since the photos were stolen, right? Well, tomorrow, we're all gonna search the town and find out what's been going on. Lots of people are helping out. All that for me? I'll go get some ice cream. Oh Mann, die haben schon wieder leckeres Eis. Da macht zurzeit diese seltsames Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ja, oh ja! Ihr kennt doch die Treppe im Abendrotbahnhof. Wir benutzen sie doch andauernd. Ohne groß darüber nachzudenken, aber... Und das ist das Seltsame daran. Die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Hä? Im Ernst? Das geht doch gar nicht. Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten uns Aufsatz etwas... Du meinst, wir sollten... Wir unseren Aufsatz etwas darüber rausfinden? Pence, du bist ein Genie. Vielleicht machen ja noch mehr solche Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach dem 7. Wundern. Nach den 7 Wundern. Olette! Und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Komm, Olette. Ich muss als an Omelette denken. Ich weiß auch nicht warum. Bleiben noch wir zwei übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zum Bahnhof. Und genau das machen wir jetzt auch. Der Bahnhof ist gleich hier in der Ahnenhöhe rauf. Fahren wir doch mit dem Zug zum Abendrotbahnhof. Innerhalb der Stadt ist die Fahrt immer noch kostenlos, glaube ich. Glaubst du? Warte mal, ich konnte doch irgendwie hier rein, oder? War das, dass ich da rein konnte? Sperr mal bitte zum Müllabladeplatz am Tram vorn bringen.
What? Okay, anscheinend können wir da noch nicht lang. Aber wir können jetzt mal hier durch die Ahnenhöhle. Und jetzt hier hochfahren und zum Bahnhof. Der ist ja nämlich hier oben. Ja, ja, ja. Wer aufgepasst hat, weiß, wo der Bahnhof ist. Sagst du irgendwas? Mir kommt einfach keine Gerüchte. Mir kommen einfach keine Gerüchte über die sieben Wunder zu Ohren. Ihr solltet am Bahnhof in einen Zug steigen. Nicht? Hm. Und was mache ich? Ja. Mir doch egal, was du machst. Ich muss auf jeden Fall mit dem Zug fahren. Tschüss. Time has come. Our hunt for the seven wonders begins. Whoa. Find new rumors already? Nothing on Market Street. You twerps aren't gonna scoop us. We're going to the terrace with you. Hainer, it's not a race. Well, it is now. Come on, we can all go. Ja, und Roxas hat seins nicht mehr. Das hat dir der Mann mit der Kutte geklaut. Es ist verschwunden. Einfach weg. Ja, der arme Roxas wird als beklaut. Aber this is life. Steps you talked about? The ones that count different, going up and down? Actually, it's the stupidest thing ever, but... What? Rai's the one who counted. He's like, every time I count, it's different, you know? Ja, toll. So, was zum Weltwunder, oder? Ja, so viel zu den Gerüchten hier. Ja, hier sind wir in Abendrot-Viertel. Hier können wir auch mal speichern. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und wir haben immer noch satte 80 Taler, mit denen wir uns nicht mal eine Brezel leisten können. Ihr seid vom Bahnhof-Viertel gekommen. Ich steige gleich in den Zug. Ich will meinen Enkel besuchen. Ja, gute Frau, macht das doch. Mach das doch. Erzählst du noch was? Ich habe eine Karte der sieben Wunder. Komm zu mir, wenn du nicht mehr weiter weißt. Okay. Geheimnisvolle Stufen haben wir. Der Freund hinter der Mauer. Wusstest du, dass am Ende einer Gasse Bälle aus einer Wand wie aus dem Nichts erscheinen? Da scheint wohl jemand einen Freund zum Spielen zu suchen. Ansonsten die Stimme aus dem Tunnel. Da kommen unheimliche Stimmen aus dem Tunnel. Tunnel in Abendrotviertel. Könnte vielleicht Geister da sein. Der Doppelgänger. Wusstest du, dass manche Leute in einer Ecke des Abendrotviertels Doppelgänger an sich gesehen haben wollen? Und der lebende Sack. Schon mal diesen Sack auf den Abendrothügel gesehen. Unheimlich. Der bewegt sich, als ob er leben würde. Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Resident Evil 4. An den komischen Sack, der da auch lebt. Naja, wie dem auch sei. Wahrscheinlich wissen ein paar, was ich meine. Wahrscheinlich auch nicht. Na gut. Gut, dann melden wir das jetzt mal hier auf eigene Faust rausfinden, was wo ist. Okay, anscheinend könnte es hier was sein. Es gibt eine Menge mysteriöse Plätze, die man untersuchen könnte. Zum Beispiel die Sackgasse und Tunnel. Also hier sollte irgendwas sein. Schauen wir mal.
Okay, da kommen komische Bälle raus. Ah, ein Minispielchen. Untersuche die Wand am Ende der Gasse und ich darf nicht vom Kugel getroffen werden, oder was? Aua. Hallo? Hey, das tut doch weh. Wir schaffen schon. Ha, geschafft. Ein Mythos weniger, oder? Ich denke mal schon. Jetzt kommt es wahrscheinlich wieder irgendwas Banales. Oh, du bist es nur, Roxas. Was hast du denn erwartet? Hast du gerade einen Ball geworfen? Der Ball kam eben aus dem Nichts geflogen. Ich bin erschrocken. Jetzt weiß ich's. Und das erklärt eins der sieben Wunder. Und welches? Trotzdem weiß man nicht, wie diese komischen Bälle da geflogen sind. Na gut, aber eins haben wir das jetzt gemacht mit der Mauer. Dementsprechend bleiben immer noch drei Wunder. Der lebende Sack, Doppelgänger und die Stimme aus dem Tunnel. Mal gucken, was wir als nächstes begegnen. Was sagst du? Es gibt eine Menge Mysterie, bla 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 bla. Zum Beispiel der Tunnel. Ja, das haben wir schon. Ja, ich habe ihn schon. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, weil anscheinend geht es da hinten weiter. Ey, das ist so krass. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich habe hier die Hälfte sowas von vergessen. Ach, hier können wir hoch. Ach, guck mal, da ist ein Schatz. Ja, nice. Ability Ring. Stimmt, ich habe hier Sachen bekommen. Wie Analyse zum Beispiel. Oh, stimmt, das habe ich voll vergessen. Inspiziert den aktuellen HP-Stand des Ziels. Das ist so geil. Dann haben wir auf jeden Fall Items bekommen. Ach, muss ich die ausrüsten? Truhe? Nee. Roxas? Ah, genau, hier. Da haben wir den Champion-Gürtel. Gürtel. Und hier haben wir noch einen Ability-Ring. Plus 1 AP. Und das heißt, wir können jetzt alles anlegen. Selbst das Stehaufmännchen. Sehr nice. Jetzt die Frage, gibt es hier noch irgendwas? Oder muss ich weiter? Mal gucken, ob wir hier hinten was finden. Ah, guck mal hier bestimmt. Wie läuft's? Ja. Dieser Ort sah mir verdächtig aus. Darum sehe ich mich hier ein wenig um. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Ah, der Wasserfall. Hier könnte irgendwas sein. Kommt jetzt irgendwas raus? Ach, der Doppelgänger wahrscheinlich. Jetzt darf ich gegen mich selbst kämpfen, oder was? Tatsache. Ja, wir sehen oben die AP, das ist so cool. Jetzt können wir es abschätzen, wie viel der Gegner an Leben hat. Das heißt abschätzen, wir sehen es ja. Das ist richtig nice. Ich liebe Ability. Analyse ist ziemlich cool. Davon bin ich ein Freund. Ach komm schon, stell dich nicht so an hier. Ha, du Opfer. Besiegt. Bam! Roxas! Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Sehr seltsam. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber es war nur ein Spiegelbild. Ich schätze, mehr steckt nicht hinter diesem einen der sieben Wunder. Wer weiß? Noch ein Ich? Ja. Komisch, ne? Das ist alles sehr, sehr mysteriös hier, was gerade von sich und mit sich geht. Kann man eigentlich hier runterspringen? Nee, kann man nicht. Aber auf jeden Fall warten noch zwei Wunder. Und wahrscheinlich sind sie wirklich... Warte mal, wir können nochmal mit Specki hier quatschen. Der Tunnel mit der Stimme und der lebende Sack. Okay. Keine Ahnung, wo das eine oder wo das andere ist. Wahrscheinlich ist das da vorne der Tunnel. Oh, das ist ein Schatz. Er ist ein Schatz mit einer High Potion. Ich glaube, wir gehen... Oh, das ist ja noch ein Schatz. Warte mal, wir könnten eigentlich die High Potion anlegen. Zumindest hier. So, hier ist dann Potion immer nachgefüllt und hier ist High Potion. Ist eigentlich richtig gut, dass das immer nachgefüllt wird.
Dann muss ich das nicht selbst machen. Ab- und Rothügel. Ich glaube, hier ist das mit dem Sack. Hä? Schauen wir mal. Mein Hund läuft mir immer davon. Wo ist er jetzt wieder hin? Ich weiß es nicht. Ich doch auch nicht. Was bist du denn? Oder wer bist du denn? Hallo? Wart ihr schon ganz oben? Der Sonnenuntergang am Abendrothügel ist wunderschön. Na, das glaube ich dir mal. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas. Ich weiß nicht, ich gucke mich jetzt einfach überall um, weil vielleicht kann ich hier irgendwas drücken. Ah, guck mal, da ist der Sack. Da ist der Sack. Der bewegende Sack. Was ist da drin? Ganz viele Potionen, neue Schlüsselschwerter oder einfach nur Haufen Scheiße. Man weiß es nicht. Aber es bewegt sich. Der bewegende Sack. Was? Reit auf dem Sack? Muss auf den Sack reiten? Ach so, okay, alles klar. Das heißt, wenn er gegen die Mülltonne kommt, muss ich dann Dreieck drücken. Das ist schon immer ein Traum von mir gewesen, auf irgendwelchen Säcken rumzureiten. Ne, ihr kennt das ja. Ihr geht raus, wollt reiten und seht so einen Sack und reitet ihn einfach, ne? Kennt ihr ja. Der reitende Reitesack. Was laber ich? Ah. Der war ein Hund. Ach so. Das war doch der Hund von dem Mädchen oder Jungen, keine Ahnung. Oh, es war nur ein Hund. Hast du ihn aus dem Sack gelassen, Roxas? Ja, beinahe hätte ich die Katze im Sack gekauft, oder wie der Spruch heißt. Das erklärt eins der sieben Wunder. Das heißt, es fehlt nur noch ein Wunder. Und zwar bei dem Tunnel. Nur wo das ist, keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch in diesem Teil da hinten mitfahren. Ich weiß es halt echt nicht. Es ist schon so lange her. Was haben wir denn hier? Diese Skulptur wurde dem markanten Hauptbahnhofturm nachempfunden. Stimmt, das sieht aus wie so eine Miniatur davon. Wo die halt ganz oben gesessen haben und Eis gegessen haben. Wo auch Roxas runtergefallen ist, quasi der Glockenturm in der Nähe des Bahnhofs. Warte, was sagt ihr jetzt eigentlich irgendwas wegen dem Hund? Wart ihr schon ganz oben? Blablabla. Ach nee, warte mal. Du warst es mit dem Hund, oder? Mein Hund läuft mir immer davon. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Hey, ich habe ihn doch gerade besorgt. Der Hund ist doch wieder aufgetaucht. Das heißt, der Tunnel... Wer bist denn du? Wart ihr schon auf den Abendrothügel? Der Sonnenuntergang dort ist atemberaubend. Ich war dort früher oft mit meiner Frau. Und ach, nicht so wichtig. Ja, was ist das eigentlich hier? Achso, das ist wo lang? Ja, anscheinend ist das der Tunnel hier, ne? Das muss er sein. Sieht etwas komisch aus. Ist da etwas drin? Man weiß es nicht. Vivi? Was macht Vivi hier? Zwei Vivis? Drei Vivis? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Krass. Besiege die Vivis. Vivis, bleibt stehen. Okay, ein Vivi war schon genug. Jetzt kommen aber drei Vivis. Ich muss sagen, das geht schon ganz gut. Wir haben alle nur irgendwie voll wenig HP. Ja, und welcher ist der richtige? Ah, das war's schon. Okay, sah aus wie irgendwie 20 Vivis, die ich gerade kalt gemacht habe. Sorry, Vivi. Und da ist der echte jetzt. Oh, noch ein Vivi. Was ist los, Roxas? Was machst du hier? Hä? Die Frage ist, warum habe ich dich gerade besiegt? Oh, hättest du das gebraucht? Roxas, willst du wohl heimlich ein wenig trainieren? Habe ich recht? Nein, es ist nur das. Da waren eben ganz viele Vivis. Hä? Ganz viele Vivis? Das kapiere ich nicht. Wie auch immer, ich bin fertig mit. Ich bin fertig hier, Roxas. Lass dir Zeit. Ja. Das ist komisch, dass man denkt, er hätte Hallos. Aber er sieht das ja wirklich, ne? Diese mysteriöse Stimme. War also nur ein Vivi.
Nur ein Vivi, nur Vivi, der trainiert hat. Hör zu, da waren gerade eben eine ganze Menge Vivi-Klone. Hier und... Ja. You know, that last wonder wasn't exactly wonderful. I understand. Say no more. But this next one's gonna be really great. Wonder number 6. We got another lead. The ghost train mystery. Everybody knows about wonder number 6. Yeah, well, I didn't. Did you find out where the train runs? You can see it from Sunset Hill. Hey, was hat er gesagt? Wir müssen auf den... Ach so, auf den Hügel? Okay. Warte mal, ich glaube, wir gehen erstmal speichern. Genau, wir gehen jetzt erstmal speichern. Und dann werde ich auch den Part hier beenden, weil sonst wird wieder viel zu lang. Ja, und deswegen sage ich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wie gewohnt. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.